Ein geheimnisvolles Objekt rast mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 300.000 Kilometern pro Stunde durchs Sonnensystem. Es ist so groß wie ein Wolkenkratzer und könnte schwere Zerstörungen auf der Erde verursachen. Bei den ersten Daten fielen uns die Kinnladen herunter. Es war klar, dass wir so etwas noch nie gesehen hatten. Das Objekt ist der erste interstellare Besucher, der je beobachtet werden konnte. Die Forscher nannten ihn Oumuamua, Bote aus längst vergangener Zeit. Mit Oumuamua kam die Galaxis zu uns. Zum ersten Mal in der Geschichte begegneten wir einem Alien. Rund um die Welt versuchten Astronomen, seinen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Wie kam Oumuamua hierher? Stellt das Objekt eine Bedrohung für die Erde dar? Oder könnte es sich vielleicht sogar um ein Raumschiff handeln? Oumuamua war so seltsam, dass alles in Frage kam. Wir hatten keine Ahnung, was es war. Und den Forschern blieb nicht viel Zeit, das Rätsel zu lösen, das ihnen Oumuamua aufgab. Auf dem Gipfel des Mauna Kea, dem höchsten Berg auf Hawaii, befinden sich mehrere Teleskope, die zu den leistungsfähigsten der Welt gehören. Hier suchen Wissenschaftler unter anderem nach Asteroiden und Kometen, die der Erde gefährlich werden könnten. Der Astronom Rob Warrick ist einer dieser Forscher. In meiner E-Mail-Signatur steht Bewahrer der Erde. Das ist ein Scherz. Mein offizieller Titel lautet Planetenschutzforscher. Wir wollen unseren Planeten vor Asteroiden und Kometen schützen. Am 19. Oktober 2017 bemerkte Warrick ein ungewöhnliches Objekt, das wie eine fehlgeleitete Rakete über den Nachthimmel schoss. Wir hatten einen sehr schnellen Asteroidenkandidaten. Er sah wie ein Streifen aus. Seine Geschwindigkeit war so hoch, dass die Forscher nur eine schwache, graue Linie ausmachen konnten. Bei diesem Tempo wäre die bei einem Aufschlag auf der Erde frei werdende Energie höher als die einer Atombombe. Selbst eine große Stadt könnte vernichtet werden. Warrick nahm mit seinem Team weitere Untersuchungen mit dem Canada-France-Hawaii-Teleskop vor, um die Flugbahn des Objekts zu bestimmen. Das Ergebnis war, dass es sich von der Erde entfernte. Eine Gefahr bestand also zunächst nicht. Allerdings hatte Warrick eine solche Bahn zuvor noch nie gesehen. Jeder Himmelskörper im Sonnensystem bewegt sich um die Sonne. Deren Schwerkraft hält die Planeten in einer nahezu kreisförmigen Umlaufbahn. Kleinere Objekte wie Kometen umkreisen sie auf teils stark elliptischen Bahnen, die sie bis an die Grenzen des Sonnensystems bringen. Aber Warricks Daten ließen den Schluss zu, dass die Bahn des mysteriösen Objekts hyperbolisch war. Das heißt, sie ist offen und nicht geschlossen wie bei anderen Himmelskörpern. Damit lag die Vermutung nahe, dass es aus dem interstellaren Raum kam. Es war der erste bestätigte Besucher aus den Tiefen der Milchstraße. Deshalb wurde er Oumuamua genannt, ein hawaiisches Wort, das sinngemäß Bote aus vergangener Zeit bedeutet. Uns war klar, dass er nicht aus dem Sonnensystem stammte. So etwas wie Oumuamua hatten wir noch nie zuvor gesehen. Es war tatsächlich ein extrasolares Objekt. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Es ist sozusagen ein interstellares Raumschiff, was uns Materie von anderen Sonnensystemen zu uns bringt. Das ist natürlich eine Riesenchance. Den Forschern blieb nur wenig Zeit. Denn wenige Wochen nach seiner Entdeckung konnte man den Besucher nicht mehr mit erdbasierten Teleskopen beobachten. Wir schätzten, dass wir 2 oder 3 Wochen hatten. Wir mussten möglichst schnell möglichst viele Teleskope einsetzen. Es war ein Rennen gegen die Zeit. Es war ja das erste Objekt aus einem anderen Sternsystem. Wir konnten also nicht nach Schema F vorgehen, um alles über Farbe, Form, Zusammensetzung und seine Entstehung herauszufinden. Die Astronomen mussten feststellen, was Oumuamua überhaupt ist.
Sie prüften zunächst, ob es sich um ein Objekt handelt, das aus einem jungen Sternsystem geschleudert worden war. Während der Bildung des Sonnensystems wurden wohl viele Kometen und Asteroiden durch die Schwerkraft des Jupiters wegkatapultiert. Das muss auch bei anderen Sternen passiert sein. Wahrscheinlich ist Oumuamua ein interstellarer Asteroid oder Komet. Geriet Oumuamua also während der Geburt eines Sternsystems in den interstellaren Raum? Die Astronomin Meg Schwamp ist eine Expertin für Asteroiden und Kometen. Mit ihrem Team beobachtete sie das Objekt mit dem nördlichen Gemini-Observatorium auf dem Mauna Kea. Die Forscher versuchten, mehr über Oumuamuas Gestalt und Größe zu erfahren. Ich wollte unbedingt wissen, ob es wie ein Asteroid, ein Komet oder wie etwas völlig anderes aussieht. Aber auch mit den besten Teleskopen konnte man Gestalt und Größe nicht direkt messen. Die Forscher mussten feststellen, wie viel Licht das Objekt im Vergleich mit bekannten Himmelskörpern reflektiert und danach die Größe berechnen. Das sind Daten von Teleskopen, mit denen das Objekt weltweit beobachtet wurde. Und das ist der Verlauf der Helligkeit. Sie nimmt zu, dann nimmt sie ab und wieder zu. Was könnte diese Schwankungen verursachen? Rob Warrick nimmt an, dass es an der Form und den Drehbewegungen liegt. Dieser Quader hat lange Seiten. Sie haben die größte Oberfläche und reflektieren mehr Licht. Die schmaleren reflektieren weniger Licht und scheinen nicht sehr hell. Wir vermuten, dass Oumuamua ein langgestrecktes Objekt ist, das durchs All taumelt. Und weil seine Seitenflächen unterschiedlich groß sind, kommt es zu den Helligkeitsschwankungen. Aufgrund seiner unterschiedlichen Leuchtkraft konnten die Astronomen berechnen, wie lang und wie groß Oumuamua ist. Die Helligkeitskurve sagt uns, dass das Objekt ein Länge-Breite-Verhältnis von 6 zu 1 hat. Damit ist Oumuamua außergewöhnlich lang und schmal. Die Forscher errechneten eine Länge von 200 bis 400 Metern. Im Sonnensystem zog also ein Objekt seine Bahn, das so hoch wie das Empire State Building in New York sein könnte. Seine Größe wurde bestimmt. Doch zu sagen, ob es sich bei dem Besuch aus einem anderen Sternsystem um einen Asteroiden oder einen Kometen gehandelt hat, erwies sich als schwieriger. Denn bis dahin wurde noch nie ein Himmelskörper mit dieser Form beobachtet. So eine lange Zigarre? Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Meteoriten oder einen Kometen gesehen haben, der so eine Form hat. Das gibt's eigentlich bei uns nicht. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, außerirdisch. Aber warum ist das so? Falls es sich um einen Gesteinsasteroiden handelt, stellt sich die Frage, welche kosmischen Prozesse seine Form verursacht haben könnten. Wie wurde aus Oumuamua ein langer und dünner Gesteinspfeiler? Der Planetologe Peter Schulz stellt kosmische Kollisionen nach. Er möchte aufzeigen, ob ein gewaltiger Zusammenprall die Ursache für Oumuamuas ungewöhnliches Aussehen sein könnte. Oumuamua ist so interessant, weil wir noch nie einen so seltsamen, zigarrenförmigen Asteroiden gesehen hatten. Wir wollen wissen, warum das so ist. Um Kollisionen nachzustellen, verwendet Schulz eine riesige Hochgeschwindigkeitskanone. So will er herausfinden, welche Kräfte am Werk sind. Im Ames Research Center der NASA schießen wir mit der vertikalen Kanone Projektile mit 20-facher Schallgeschwindigkeit ab. In den letzten 40 Jahren untersuchte Schulz die unterschiedlichsten Kollisionen. Wie entstehen Monde? Und welche Art von Einschlag führte zum Aussterben der Dinosaurier? Bei den meisten Versuchen erzeugt Schulz klumpige Trümmer. Sie haben die Form der uns bekannten Asteroiden. Aber er glaubt, dass eine ganz bestimmte Art von Kollision etwas Langes und Dünnes erzeugen könnte, wie Oumuamua. Doch dafür sind ganz besondere Bedingungen erforderlich.
In dieser Kammer machen wir Aufprallversuche. Wir lassen Sachen aufeinander krachen. Das ist unser Projektil, also der Asteroid. Den lassen wir in diesen Zylinder donnern. Er repräsentiert einen Planeten oder auch einen zweiten Asteroiden. Das Projektil wird in einem flachen Winkel auf den Zylinder treffen. Wir wollen wissen, ob er in Millionen Teile auseinanderbricht oder ob größere Bruchstücke übrig bleiben. Zum Beispiel etwas Zigarrenförmiges wie Oumuamua. Schulz nimmt Folgendes an. Wenn das Projektil in einem bestimmten Winkel auf den Zylinder trifft, streift es diesen lediglich. Das Ergebnis könnte etwas von der Form Oumuamua sein. Dafür ist allerdings absolute Präzision gefragt. Ein Millimeter Abweichung. Und das war's. Funktioniert. Das Projektil kam aus dieser Richtung und traf den Zylinder, unseren Asteroiden. Es wurde sozusagen enthauptet und ist nach unten geschossen. Der Schuss war erfolgreich. Doch ist tatsächlich ein zigarrenförmiges Fragment entstanden? Um genaueres festzustellen, überprüft Schulz die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Das sind Fragmente des Projektils. Die dunklen Flecke sind die Überreste des zerborstenen Projektils. Dieses Bruchstück ist länglich. Länge zu Breite etwa im Verhältnis 5 zu 1. Das ist Oumuamua sehr ähnlich. Als es auf den Zylinder geprallt ist, brach die obere Hälfte des Projektils ab. Sie entsprach nahezu der Form Oumuamuas. Wir konnten also nachweisen, dass bei einem Aufprall von zwei Körpern ein langgestrecktes Fragment entstehen kann. Die Wissenschaftler vermuten, dass bei der gewalttätigen Geburt eines Sternsystems derartige Kollisionen an der Tagesordnung sind. Ein System wie unseres bildet sich aus einer dichten Molekülwolke, der Geburtsstätte von Sternen. In dieser Wolke prallen Asteroiden aufeinander. Die Überbleibsel sind teils lange und dünne Objekte, wie Oumuamua. Allerdings behalten sie diese Form in einem ungestümen jungen System nicht lange. Nach zahlreichen weiteren Kollisionen werden diese Bruchstücke immer kleiner. Nur ganz wenige überstehen die Geburt des Systems. Und noch weniger gelangen in den interstellaren Raum. Denkbar wäre es also, dass es sich bei einem Objekt von der Form und Größe Oumuamuas um einen Asteroiden handelt. Doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich gering, weshalb die Astronomen keineswegs sicher sein konnten. Und die Zeit, die ihnen für ihre Untersuchungen noch blieb, wurde immer knapper. Jeden Tag, ja jede Stunde wird Oumuamua lichtschwächer. Wir müssen uns beeilen, um möglichst viele Informationen zu erhalten, bevor er für immer im Nichts verschwindet. Die zweite Option war, dass es sich bei dem Objekt um einen Kometen handelt. Doch gibt es Beobachtungen, die dies bestätigen? Wir nehmen an, dass bei der Bildung eines Sternsystems mehr Kometen als Asteroiden hinausgeschleudert werden. Kometen bestehen aus Eis, Staub und lockerem Gestein. Diese schmutzigen Schneebälle bildeten sich im äußeren Sonnensystem, wodurch sie leichter in den interstellaren Raum entkommen könnten. Ist es aber überhaupt denkbar, dass sie eine Form wie Oumuamua haben? Einen typischen Kometen gibt es nicht. Alle, die wir aus der Nähe beobachtet haben, sahen verschieden aus. Die Form einiger Kometen, die Kollisionen hinter sich haben, erinnert an eine Gummiente. Manche sind aber auch rund.
Bislang wurde allerdings noch kein Komet entdeckt, der der Zigarrenform von Oumuamua ähnelt. Könnte er diese Form vielleicht zwischen den Sternen im interstellaren Raum bekommen haben? Oumuamua ist ein Besucher aus dem interstellaren Raum, wo er viele Millionen Jahre lang unterwegs war. Das unterscheidet ihn von den Objekten im Sonnensystem. Zu Beginn seiner Reise könnte er anders ausgesehen haben als jetzt. Falls es ein Komet ist, hat sich seine Gestalt wegen der rauen Verhältnisse im interstellaren Raum vielleicht verändert. Ursprünglich könnte das Objekt eine eher unförmige Gestalt gehabt haben. Während seiner langen Reise sammelte sich dann auf seiner Oberfläche Staub an. Und er wurde auch von Mikrometeoriten getroffen. Die wirkten wie ein Sandstrahlgebläse, das Fels und Eis glatt geschliffen hat. Und zwar Millionen Jahre lang. Im Lauf der Zeit wurde Oumuamua dadurch immer dünner, bis er schließlich die Form eines Wolkenkratzers hatte. Vorstellbar wäre es also, dass Oumuamua ein Komet ist. Doch geben die Beobachtungen der Astronomen Beweise dafür her? Zuerst hatten wir angenommen, dass er in Sonnennähe wegen des Austretens von Gasen einen Schweif erzeugt. Genau wie die Kometen, die aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems kommen. Wenn Kometen ins mittlere Sonnensystem eindringen, erhitzt sich ihre Oberfläche und die gefrorene Materie des Himmelskörpers verdampft. Dadurch bildet sich ein Schweif und eine Koma, eine leuchtende Gas- und Staubhülle, die einen Durchmesser von über 1 Million Kilometern haben kann. Auch Oumuamua müsste eine Koma haben, falls es sich um einen Kometen handelt. Wir dachten, dass es sich um einen Kometen handelt. Auf einem Bild, das mit einem Teleskop in Chile aufgenommen wurde, ist allerdings nur ein Punkt erkennbar. Eine Koma ist nicht zu sehen, also konnte es kein Komet sein. Als wir zuerst von diesem Objekt hörten, war ich mir sicher, dass es ein Komet ist. Aber da kein Schweif sichtbar war, hatten wir es mit einem Rätsel zu tun. Bei Oumuamua wurde zum ersten Mal der Kometenstatus wieder aberkannt. Der mysteriöse Besucher aus den Tiefen des Alls warf also viele Fragen auf. Ein Komet könnte er eigentlich nicht sein, weil er keinen Schweif hatte. Und ein Gesteinsasteroid war auch eher unwahrscheinlich, da diese Objekte normalerweise nicht die Form eines Wolkenkratzers haben. Da diese offensichtlichen Möglichkeiten ausgeschlossen wurden, blieb viel Raum für Spekulationen. Eine davon lautete, dass es sich bei Oumuamua um ein Raumschiff handelt, auf einer Mission, neue Welten zu erforschen. Wenn nichts Sinn ergibt, nimmt die Fantasie freien Lauf. Weil Oumuamua so anders war und aus einem fremden Sternsystem kam, hatten selbst seriöse Wissenschaftler die verrückte Idee, dass uns Aliens besuchen. Es gab sogar einen Hinweis, der diese Idee unterstützte. Eines war wirklich seltsam, und zwar Oumuamuas Flugbahn. Deshalb erschien ein Besuch aus dem All manchen als glaubwürdig. Oumuamuas Weg durch das Sonnensystem war mit keinem anderen Objekt vergleichbar. Denn der Himmelskörper war gravitativ nicht an die Sonne gebunden. Nachdem wir Oumuamua einige Nächte lang beobachtet hatten, fiel uns seine sehr ungewöhnliche, stark geneigte Flugbahn auf. Wir basteln uns jetzt ein Mini-Sonnensystem. Ein Stein repräsentiert die Sonne und ein anderer die Erde. Wir sahen Oumuamua hier, als er an der Erde vorbeiflog. Seine Bahn verlief nahezu senkrecht zur Bahnebene der Planeten. Dann flog er an der Sonne vorbei und passierte erneut die Bahn der Erde. Wir konnten ihn nur sehen, als er nicht mehr vom Sonnenlicht überstrahlt wurde.
Zwischen den Umlaufbahnen von Venus und Mars kann flüssiges Wasser vorkommen. Es war gut, dass wir ihn dort beobachtet haben. Dieser Bereich des Sonnensystems wird von Astronomen habitable Zone genannt. Das heißt, nur dort hätten etwaige Besucher von anderen Welten auf Leben stoßen können. Ist Oumuamua tatsächlich ein Raumschiff und wollte die Besatzung Kontakt mit uns aufnehmen? Seth Shostak ist an SETI-Projekten beteiligt, der Suche nach extraterrestrischer Intelligenz. Sein Plan? Bevor die Besucher das Sonnensystem wieder verlassen, deren Funksignale abzufangen. Jedes Raumschiff ist auf Kommunikation angewiesen. Die Besatzung muss mit dem Mutterschiff oder dem Heimatplaneten Kontakt aufnehmen. Falls das der Fall war, wollen wir ihre Funksignale aufspüren. Wissenschaftler halten es für wahrscheinlich, dass auch Aliens mit Funk kommunizieren, falls es sie denn gibt. Das ist das Allen-Radio-Observatorium in Kalifornien, das auch für die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz genutzt wird. Radio- oder Funkwellen breiten sich problemlos aus. Sie werden durch nichts gestoppt. Falls da draußen irgendjemand miteinander kommuniziert, müssen Radiowellen im Spiel sein. Normalerweise versucht Shostak, Radiowellen aus anderen Sternsystemen abzufangen. Aber nun bot sich ihm eine Gelegenheit, die er ergreifen musste. Die Chancen, dass es ein Raumschiff war, waren minimal. Trotzdem lohnte es sich, diese Antennen entsprechend auszurichten. Auch Shostaks Kollege John Richards war an der Lauschaktion beteiligt. Konnte er Funkwellen abfangen, die von Oumuamua ausgingen? Bis jetzt leider nicht. Als Oumuamua an der Erde vorbeiflog, gab es keinerlei Übertragungen. Falls es tatsächlich ein Raumschiff ist, hält es Funkstille. Um außerirdische Besucher handelte es sich also höchstwahrscheinlich nicht. Dennoch bot Oumuamua noch mehr unerwartete Überraschungen. Wir haben im Sonnensystem schon seltsame Dinge gesehen. Aber Oumuamua könnte das Allerseltsamste sein. 2 Wochen nachdem der interstellare Gast zum ersten Mal gesichtet worden war, hatten die Wissenschaftler die letzte Gelegenheit, mehr über ihn zu erfahren. Rund um die Welt versuchten Astronomen herauszufinden, welche Farbe das geheimnisvolle Objekt hat. Würde die Beantwortung dieser Frage zur Lösung des Rätsels über seine Entstehung beitragen? Und auch Hinweise auf das Sternsystem liefern, aus dem es kam? Könnte es in diesem weit entfernten System vielleicht sogar Leben geben? Mac Schwamp war Teil des Farbteams. Jeder wollte so viele Daten wie möglich sammeln. Unsere Gruppe untersuchte das Objekt in der letztmöglichen Nacht. Wir hatten Glück. Ist Oumuamua wie ein Asteroid gefärbt oder wie ein Komet? Oder hat er eine völlig andere Farbe? Die Astronomen verknüpften Aufnahmen des Gemini-Observatoriums mit denen anderer optischer Teleskope. Es gelang ihnen, die Farbe des Objekts zu erfassen. Dieses Bild zeigt, wie wir Oumuamua mit unseren Augen wahrnehmen würden. Er hat einen rötlichen Farbton. Das sagt uns etwas über seine Zusammensetzung und man kann seine Farbe mit der anderer Objekte im Sonnensystem abgleichen. Es war ein Durchbruch. Oumuamuas dunkelrote Farbe stimmt mit der von bekannten Himmelskörpern überein. Kometen. Viele von ihnen weisen diese Färbung auf. Verursacht wird sie wahrscheinlich von einer teerartigen Kruste. Das könnte bedeuten, dass Oumuamua aus Fels und Eis besteht. Zudem stellten die Astronomen fest, dass Oumuamua beim Vorbeiflug an der Sonne Geschwindigkeit aufnahm.
Durch die Einwirkung der Sonne verdampfte vermutlich Eis an seiner Oberfläche, was dem Objekt einen gewissen Schub verliehen haben könnte. Nun war den Wissenschaftlern klar, dass es sich bei Oumuamua um einen Kometen handelt. Einen Kometen, der allerdings völlig anders ist als alle bislang bekannten. Oumuamua ist einzigartig, ein Komet einer eigenen Kategorie. Wieso aber entwickelte er bei seinem Vorbeiflug an der Sonne keinen Schweif wie alle anderen Kometen im Sonnensystem? Harry Gerakinis arbeitet im Eislabor der NASA. Er vermutet, dass der Grund die Dicke der Kometenkruste ist. Wie könnte sie sich gebildet haben? Wir untersuchen unter anderem die Zusammensetzung von Eis auf Planeten. Und auch die Auswirkungen, die Strahlung auf das Eis hat. Der Astrophysiker ist überzeugt, dass Strahlung einen seltsamen Effekt hervorruft, und zwar an den äußeren Eisschichten eines Kometen. Deshalb stellt er sein eigenes Kometeneis her. Diesen Spiegel platziere ich in einer Vakuumkammer, die ich auf 20 Grad Kelvin abkühle, was minus 250 Grad Celsius entspricht. Auf dem Spiegel produziere ich Eis. Dafür muss Wasser, Kohlendioxid und Methan in die Kammer geleitet werden. All diese Komponenten finden sich auch im Weltraum. Die Gase gefrieren auf der Oberfläche des ultrakalten Spiegels. Während des Vorgangs können wir einen Blick in die Vakuumkammer werfen. Das Eis auf dem Spiegel ist schon recht dick. Alles sieht gut aus. Der Spiegel ist nun mit einer cremefarbenen Schicht aus Kometeneis bedeckt. Gerakinis will sie in eine rote Kruste umwandeln. Dazu braucht er allerdings eine weitere Zutat. Im nächsten Schritt des Experiments aktivieren wir unsere Strahlungsquelle und bestrahlen das Eis. Uns bewahrt das Magnetfeld der Sonne vor kosmischer Strahlung. Das starke Sonnenmagnetfeld erstreckt sich über das gesamte Sonnensystem und schützt alle Himmelskörper vor den hochenergetischen Strahlen. Auch die Sonne produziert kosmische Strahlung. Aber außerhalb ihres Schutzfeldes wären wir nicht vor extragalaktischer Strahlung geschützt. Einige Teilchen dieser Strahlung weisen so viel Energie auf, dass es fast ein Rätsel ist, wie das überhaupt möglich ist. Alles, was lange genug im Weltraum ist, wird von dieser hochenergetischen Strahlung förmlich gebacken. Harry Gerakinis Experiment ist also nicht ohne Risiko. Die Strahlung erzeugen wir mit einem Van de Graaff-Generator, der auf der anderen Seite dieser Mauer ist. Die ist aus Sicherheitsgründen gut 3,5 Meter dick. Der Astrophysiker glaubt, dass die hochenergetische Strahlung erhebliche Auswirkungen auf seine Probe hat. Strahlung kann die Zusammensetzung von Eis verändern, Verbindungen brechen und neue entstehen und auch neue Eigenschaften. Gerakinis ist bereit. Der Beschuss kann beginnen. Wir werden das Eis jetzt ungefähr 30 Minuten lang der Strahlung aussetzen. Das entspricht etwa 1 Million Jahre im All. Nach diesem Strahlungsbeschuss sind die Effekte nicht zu übersehen. Vorher war es eine cremefarbene Eisschicht. Die ist jetzt rotbraun. Eine deutliche und sichtbare Veränderung. Mit einer entsprechenden Kruste sind nach Ansicht der Astronomen viele Kometen im Sonnensystem bedeckt. Und auch Oumuamua. Auf jeden Fall ist Gerakinis der Meinung, dass sich Oumuamuas rote Kruste aufgrund der Strahlung im interstellaren Raum besonders dick ausgebildet hat. Oumuamua
Oumuamua war vielleicht 50 Millionen Jahre im interstellaren Raum, ohne Schutz durch das Magnetfeld der Sonne. Also war er starker kosmischer Strahlung ausgesetzt. Klärt das einige der Fragen, die der Besucher aus den Tiefen des Alls aufgeworfen hat? Während seiner langen Reise wurde der Komet regelrecht mit Strahlung bombardiert. Dadurch veränderte sich die Zusammensetzung der äußeren Eisschichten. Im Lauf der Jahrmillionen entstand vermutlich seine harte und besonders dicke rote Kruste. Die wiederum hat verhindert, dass ein Teil des eisigen Kerns des Himmelskörpers verdampfte. Deshalb hatte Oumuamua bei seinem nahen Vorbeiflug an der Sonne keinen Schweif. Wegen dieser Schutzhülle könnte Oumuamua fast ausschließlich aus Eis bestehen. Wie bei einem Vanilleeis mit Schokoglasur. Unter der harten, dunklen Schicht ist ein heller Innenbereich. Das heißt, dass Oumuamua noch einen Kern aus Eis haben könnte. Wegen seiner Schutzkruste sahen wir es aber nicht. Genauere Untersuchungen waren nicht mehr möglich, da der Besucher aus den Weiten des Alls eben nur wenige Wochen beobachtet werden konnte. Seine Geschichte könnte folgendermaßen lauten. Sein Leben begann er als Eiskomet. Irgendwann wurde er aus seinem Sternsystem in den interstellaren Raum geschleudert. Millionen Jahre lang haben dann Staub und Mikrometeoriten den Kometen abgeschliffen, bis er seine ungewöhnliche, wolkenkratzerähnliche Form hatte. Seine rote Kruste, die sich durch kosmische Strahlung besonders stark ausgebildet hatte, schützte ihn vor der Hitze der Sonne, bevor er in Richtung interstellarer Raum zurückflog. Gibt es vielleicht noch mehr entsprechende Himmelskörper? Die Astronomen glauben, dass Oumuamua keineswegs der einzige seiner Art ist. Wir nehmen an, dass ständig interstellare Objekte das Sonnensystem passieren. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt könnten es Zehntausende sein. Allein in der Milchstraße gibt es etwa 300 Milliarden Sternsysteme. Asteroiden und Kometen sind Überreste, die bei deren Bildung entstanden sind. Und viele finden den Weg zu uns. Im Sonnensystem sind immer welche. Das Problem ist, sie zu finden. Lange Zeit dachten die Astronomen, dass es kaum möglich ist, sie zu beobachten. Doch dann besuchte Oumuamua die Erde. Wir sollten weitersuchen, weil viele da draußen sind. Mit größeren Spiegelteleskopen, wie dem, das gerade in Chile gebaut wird, werden wir hoffentlich mehr als ein solches Objekt pro Jahr finden. Dann wird klar, ob Oumuamua ungewöhnlich ist oder nicht. Werden entsprechende interstellare Himmelskörper auch Informationen über die Sternsysteme liefern, in denen sie entstanden sind? Mit Kometen wie Oumuamua ergibt sich in Zukunft vielleicht die Chance, mehr über weit entfernte Systeme und Planeten zu erfahren. Ähneln sie unserem oder sind sie völlig anders? Oumuamua ist nicht groß, aber er könnte gewaltigen Einfluss auf die Forschung haben. Die Astronomen werden auch ihre Theorien über die Entstehung von Sternsystemen und Planeten auf die Probe stellen müssen. Läuft dies überall auf ähnliche Weise ab oder auf völlig unterschiedliche? Auch wenn sich die Wissenschaftler zunächst von Oumuamuas ungewöhnlicher Form täuschen ließen, unterscheidet sich der Komet nicht sehr von den vielen eisigen Himmelskörpern im Sonnensystem.
Ich hätte nicht sagen können, ob er in einem anderen System oder im Sonnensystem entstanden ist. Es wäre also durchaus möglich, dass Oumuamuas Heimatsystem unserem gleicht. Das wiederum könnte Auswirkungen auf die Theorien über die Entstehung von Sternen und Planeten im gesamten Universum haben. Das Universum ist so riesig, wir können nichts anfassen. Und das ist das erste Mal, was wir vielleicht nicht anfassen können, aber was zu uns kommt, was wirklich von draußen, aus dem Weltall, außerhalb unseres Sonnensystems zu uns kommt. Das heißt, wir können untersuchen, wie die Materie, wie vielleicht auch organische Materie außerhalb unseres Sonnensystems aussieht. Die Möglichkeit gibt es sonst nicht. Doch all seine Geheimnisse hat Oumuamua nicht preisgegeben. Und dazu zählt das Allergrößte. Kann der Komet Hinweise liefern, ob sich das Leben auf der Erde mit Lebensformen vergleichen lässt, die vielleicht in anderen Regionen des Weltalls existieren? Harry Jarakinis hält dies für möglich. Denn in Oumuamuas Kruste könnten entscheidende Substanzen zu finden sein. Dort drüben sehen wir uns jetzt ein Spektrum an. Die höchsten Ausschläge bedeuten, dass Wasser vorhanden ist. Keine große Überraschung bei einem eisigen Kometen. Aber Jarakinis stieß auch auf etwas Unerwartetes. Diese kleinen Ausschläge deuten auf organische Moleküle hin, die wichtig für Leben sind. Bei den organischen Molekülen handelt es sich um bestimmte Bausteine der DNA, dem Bauplan des Lebens. Vielleicht haben ja Objekte wie Oumuamua die Zutaten des Lebens auf die junge Erde gebracht. Das liefert uns Hinweise auf die Ursprünge des Lebens. Wir alle bestehen aus Komponenten, die auch in Kometen oder Meteoriten zu finden sind. Und die schlugen auch auf der Erde ein. Wir sind schrecklich gewöhnlich. Natürlich lässt die organische Kruste Oumuamuas viel Raum für Spekulationen. Doch alles deutet auf komplexere, kohlenstoffhaltige Substanzen hin. Seit Oumuamua vermuten wir, dass zwischen Sternsystemen ein Materialaustausch stattfindet. Die organische Oberfläche des Kometen hat uns auf folgende Idee gebracht. Leben könnte sich von einem Sternsystem auf ein anderes ausbreiten. Wenn Kometen auf der Erde einschlagen, bringen sie organische Moleküle mit. Aus ihnen kann sich Leben entwickeln. Und vermutlich sind einige dieser Moleküle aus anderen Sternsystemen ein Teil unserer Körper. Das ist allerdings nur eine Annahme. Um das mit Bestimmtheit sagen zu können, müsste man eine Probe von der Oberfläche eines Besuchers wie Oumuamua entnehmen. Vielleicht bietet sich ja beim nächsten interstellaren Besucher die Chance dafür. Falls ein weiteres interstellares Objekt in unsere Nähe kommen sollte, wäre es ein Traum, es besuchen zu können. Wir könnten Gesteinsproben sammeln und sie auf der Erde analysieren. Das wäre echt cool. Eine Probe von einem Asteroiden oder Kometen zur Erde zu bringen, klingt nach Science Fiction. Aber Jason Dworkins Team hat im Astrobiologischen Institut der NASA eine Technik entwickelt, die das möglich machen soll. Dworkin untersucht Meteoriten. Dabei handelt es sich meistens um Bruchstücke von Asteroiden, die auf die Erde gefallen sind. Asteroiden wiederum stammen aus der Entstehungsphase des Sonnensystems. Wir interessieren uns für den Ursprung des Lebens. Welche Verbindungen gab es auf der jungen Erde? Welche chemischen Abläufe waren möglich, als sich die Erde aus einer Wolke aus Gas und Staub im Sonnensystem geformt hat? Der Astrochemiker will nachprüfen, ob in Objekten aus jener Zeit die chemischen Voraussetzungen für Leben gegeben waren. Aber er hat mit einem großen Problem zu kämpfen: Kontamination. Verunreinigungen müssen wir immer berücksichtigen. Wir interessieren uns für die Moleküle des Lebens. Und Leben ist hier überall. Deshalb gilt es, Verunreinigungen gering zu halten.
Wenn ein Meteorit auf der Erde einschlägt, wird er augenblicklich von organischen Substanzen verschmutzt. Eine makellose Probe wäre deshalb von unschätzbarem Wert. Am 3. Dezember 2018 erreichte die Sonde OSIRIS-REx den knapp 500 Meter großen Asteroiden Bennu. Die Raumsonde hat einen Ausleger mit einem Sammelmechanismus. Geplant ist ein 5 Sekunden langer Kontakt mit der Oberfläche. Insgesamt sollen 2 Kilogramm Material zurückgebracht werden. Vielleicht kann uns dieser alte Asteroid etwas über den Ursprung des Lebens erzählen. Wäre das mit einer ähnlichen Technik auch bei einem interstellaren Objekt möglich? Eine Probe von Oumuamua ist nach einer Reise zu einem anderen Sternsystem die nächstbeste Alternative. Wir können etwas lernen über das Leben hier im Vergleich zu möglichem Leben auf anderen Welten. Nach seiner Entdeckung wäre nicht genügend Zeit geblieben, um eine Mission zu Oumuamua zu planen. Es würde mehrere Jahre dauern, um die Rakete, das Raumschiff und alles andere zu bauen, zu testen und dann zu starten. Oumuamua ist plötzlich aufgetaucht und schnell wieder verschwunden. Viel Zeit hätten wir nicht gehabt. Die Flugbahn Oumuamuas führte nahe an der Sonne vorbei, womit es den Astronomen nicht möglich war, den Kometen zu beobachten. Sie bemerkten ihn erst, als er auf dem Weg aus dem Sonnensystem war. Da aber viele neue Teleskope im Bau sind, haben die Wissenschaftler beim nächsten entsprechenden Besuch vielleicht mehr Vorwarnzeit. Je mehr Zeit man hat, desto besser lässt sich ein Flug und das Einsammeln einer Probe vorbereiten. Und die kann man dann untersuchen. Vielleicht wird ja eines Tages ein Raumschiff auf Abruf bereitstehen, um einem weiteren Gast aus dem interstellaren Raum einen Besuch abzustatten. Oumuamua hat das Sonnensystem wieder verlassen. Für die Astronomen war es eine Begegnung der besonderen Art. Fast alles an Oumuamua war neu und anders. Um diesen Kometen wirklich zu verstehen, müssen wir ähnliche Objekte finden. Und das werden wir. Oumuamua war schon zu uns unterwegs, als es noch keine Menschen gab. Seine Reise wird noch Milliarden Jahre dauern. Das ist atemberaubend. Oumuamua war ein Highlight in meiner Karriere, weil er eine Überraschung nach der anderen bot. Er erschien uns immer bizarrer und fremdartiger. Und das geschieht nicht oft. Ich werde Oumuamua nie vergessen. Die Astronomen bereiten sich auf den nächsten Besuch aus dem interstellaren Raum vor. Sie hoffen, dass diese Begegnung ebenfalls überraschend, geheimnisvoll und überwältigend sein wird. So wie die mit dem Boten aus längst vergangener Zeit.